Schmodderle, Bastelzeit und heute bin ich mal wieder im Feuerwehrgedönse, Brandmeldebereich unterwegs. Denn, naja, ihr wisst ja, ich hatte ja das hier vor einigen Folgen mal gezeigt, das schöne Feuerwehrbedienfeld. Das hatte ich mir bei einer Auktion geschossen und wie das so ist, wenn man so Auktionen guckt, dann kommt dann das hier, könnte sie auch interessieren und das ist schlecht für den Geldbeutel, ne? Vor allen Dingen, wenn halt Dinge dabei sind, die irgendwie, ja, doch interessant aussehen und nicht viel kosten. Zum Beispiel der hier. Die kennt ihr eventuell. Die hängen ja in vielen öffentlichen Gebäuden oder in Firmen rum. Scheibe einschlagen, Knopf tief drücken und dann macht's Krach. Zumindest theoretisch. Und ja, das war als Auktion drin. Ich habe mitgeboten und habe gewonnen. Und ich glaube, viele Leute haben einfach sich die Artikelbeschreibung nicht durchgelesen, denn ich habe nicht diesen hier gewonnen, sondern, naja, sagen wir, ich glaube, ich habe für die meisten Räume jetzt genug von denen. Das waren ein paar mehr. So, nun ist dieser wunderschöne Drahtlos-Feuerdruckmelder-Gedönse hier so nicht ganz hilfreich. Also, erstmal müssen wir dafür sorgen, dass hier keiner versehentlich auf den Knopf drückt, weil die Feuerwehr kommt ja nicht. Also markieren wir das erstmal passend, außer Betrieb. Und ja, das habe ich natürlich nicht so reinbekommen. Hier ist ein Schloss dran und ja, sagen wir mal, die Schlüssel sind nicht sehr anspruchsvoll. Es ist tatsächlich einfach nur irgendwie ein Bad nach unten und ein Loch in der Mitte. Und damit kann man die hier aufmachen, kann da drin Wartungen durchführen. Und ich habe die dumpfe Befürchtung, lasst mal gerade eine Büroklammer besorgen oder so. Multimeterspitze tut's auch. Ihr seht, das Ding hier ist normalerweise zu. Das kann man nicht aufklappen und tada. Ja. Die zu knacken ist nicht ganz so aufwendig. Aber schauen wir erstmal, was wir haben, was drin steckt und was wir so sehen können. Ja, das Rot ist dabei für mich eher unschön. Ich hätte die lieber in Blau gehabt. Es gibt diese hier in Rot, die alarmieren üblicherweise die Feuerwehr und Blau wäre ein Hausalarm, was bei mir ja sinnvoller wäre. Aber ne, bei dem Preis konnte ich nicht Nein sagen. Im Zweifelsfall wird umlackiert. Wir haben auf der Vorderseite das Schloss, die Info, dass das an die Feuerwehr geht, das entsprechende Glas hier vorne, was man dann einwerfen muss oder einschlagen muss, um an den Knopf zu kommen. Dann haben wir an den Seiten nichts. An der Unterseite und Oberseite jeweils hier so einen Schraubdingensen, wo man einen Würgenippel einsetzen kann. Und auf der Rückseite ja, auch nicht wirklich viel. Wir haben nochmal zwei Sachen, wo wir ausbrechen können, wenn wir da irgendwie von hinten das Kabel einführen wollen. Und ein paar Schraubbefestigungen, um das Ding an die Wand zu bekommen. Nicht viel da draußen dran zu sehen. Also gucken wir mal ins Innere, ob wir da mehr haben. Und Überraschung, wahrscheinlich eher nein. Wir haben erstmal das Feuerwehr hier oben ist geschraubt. Das ist hilfreich. Wir haben das Glas hier und zum einen, das ist sehr dünn und zum anderen, man kann hier einfach so eine von den Federn reindrücken und dann kann man das Glas entnehmen und kann entsprechend das Glas hier wegtun, wechseln. Ihr könnt euch vorstellen, dass die hier eventuell auch mal aus Spaß eingeschmissen werden von irgendwelchen Zeitgenossen, die ein bisschen zu viel Freizeit haben. Und ja, die Gläser hier kriegt man dann entsprechend einzeln. Auf dem Glas aufgedruckt ist dieses rote Zielkreuz für die Leute, die nicht verstehen, dass das ein Knopf ist. Ja, okay. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ansonsten haben wir hier, was haben wir denn hier? Wir haben den Knopf, eine LED und das war's erstmal. Den Rest gucken wir uns gleich an. Wenn man jetzt hier von außen guckt, sieht man nur diese beiden Dinge. Und entsprechend, wir können den Knopf drücken. Und der rastet ein, der kommt nicht mehr raus. Damit ist sichergestellt, dass halt die ganze Zeit das Signal an die Brandmeldeanlage kommt. Das heißt, wenn irgendwo ein Wackelkontakt wäre, dann könnte man das da auch machen. Ansonsten, ja, ob er ausgelöst ist oder nicht, sieht man üblicherweise relativ eindeutig. Denn, ja, die Scheibe ist dann ja üblicherweise kaputt, wenn keiner rumgefummelt hat. Was man dann machen kann im Inneren ist, wir haben hier oben dieses schwarze Ding. Damit können wir den hier wieder anlocken, dann geht er nach draußen und kann man wieder neu entsprechend drücken. So, hier oben haben wir jetzt ein paar Schraubterminals und hier unten drin sieht man eventuell, da ist kein Lack, da ist etwas zum Erden. Dann würde ich sagen, schrauben wir den doch einfach mal hier raus. Hier ist eine Schraube, die das Ganze hält. Hier unten sind, wenn wir da mal so reingucken, ein paar Klammern, die das Board da entsprechend arretieren. Alles also überschaubar. Und überschaubar ist ein gutes Wort, denn wenn wir das mal hier rausnehmen,
Dann haben wir so eine Feder, die sitzt nochmal hier hinten drauf und drückt den Taster nach oben. Dann haben wir dieses wunderschöne Board und man kann, denke ich, schon sehen, überschaubare Anzahl an Traces. Ja, wir gucken gleich drauf, was da alles ist. Der Schalter hier, das ist kein richtiger, also was heißt kein richtiger Schalter, aber es ist nicht einfach nur ein Druckschalter oder Drucktaster darunter, sondern da ist ein bisschen Mechanik dahinter. Wir gucken, der geht hier einfach durch und wird durch die Feder wieder hochgedrückt, wenn wir hier entsprechend entriegeln. Der ist dann hier mit drei Clips fest. Die können wir mal abmachen. Dann können wir auch ins Innere von diesem Schalter schnell gucken. So, hier haben wir erstmal die eine Seite. Da ist unser eigentlicher Schalter. Das ist hier so dieser übliche Kontakt. Den sieht man ja häufiger. Ansonsten LED, zwei Widerstände und das war's. Hier, das ist schon ein bisschen interessanter, die Mechanik, wenn wir uns die hier mal anschauen. Wir haben hier dieses Kreuz, das ist der Taster, den wir von oben sehen. Der hat dann hier entsprechend ein paar Laschen. Hier hinten haben wir einen Arm, der ist an jeder Stelle fest und kann entsprechend so nach außen hier. Es gibt eine zusätzliche Feder, die den nach innen zieht. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, ich versuche das gerade nochmal so zusammenzusetzen. Wenn wir den hier drücken, auf der anderen Seite drücke ich jetzt auf den Taster, dann geht der entsprechend raus und der hier rastet unter dieser Lasche hier ein, sodass der blockiert ist und nicht mehr hochgehen kann. Und entsprechend können wir hier wieder entriegeln. Dann geht das auch wieder in die andere Richtung. Das heißt also, diese ganze Verriegelungsmechanik ist hier komplett dediziert aufgebaut, ist nicht ein Spezialschalter, ist einfach nur ein bisschen Plastik in der richtigen Form. Gut, kommen wir hierzu. So, dann schauen wir doch mal hier drauf und was wir schon mal sehen können, hier sind drei Pins, die sind miteinander verbunden. Das sind die drei hier, die haben alle das gemeinsame Trace und das ist eine positive Schiene. Das heißt, da kommt Plus raus. Dieses Plus geht über 10 Kiloohm auf eine LED und über 1 Kiloohm auf diese Leitung hier. Die geht auf den Minuspol der LED. Auf den hier, das ist ein Schließer. Und dann wieder zurück über den Pin hier. So, das heißt, um die LED rot leuchten zu lassen, müssen wir den Schließer mit Ground verbinden. Das heißt, wir können relativ sicher sein, dass das hier, oder mit Negativ, dass das hier unser negatives Potenzial ist. Während das hier ja unsere positiven waren. Das heißt also, wir geben auf dieses rote hier einen negative Punkt. Dieses negative geht auf den Schalter und in der Ruheposition, da wird das Ganze dann über diesen Draht, den gelben, wieder zurückgegeben. Das heißt, das ist einer unserer Outs. Das hier wäre der zweite Out. Das heißt, wenn nicht gedrückt ist, haben wir hier ein negatives Potenzial und hier ein positives Signal. Und wenn der Schalter gedrückt wird, dann ändert sich ja hier der. Der geht nicht mehr hier oben gegen, sondern der geht hier unten gegen. Das hieße, der hier wäre jetzt auf einmal floating. Und auf dem hier hätte man nicht mehr ein positives Signal, sondern ein negatives Signal und dadurch leuchtet auch die LED. Ja, was den Anschluss angeht, wie das Ding früher benutzt wurde, da kann ich nicht allzu viel zu sagen. Ich habe weder hier die Typennummer irgendwo gefunden, noch kenne ich mich genug aus, um zu wissen, was das genau ist. Ich gehe mal davon aus, dass das hier irgendwie Grenzwerttechnik heißt, das glaube ich gewesen war. Das war die ganz einfache und alte Variante. Dann hat man die so geschaltet, dass hier die Hauptanlage war. Von da aus ist man hingegangen und hat zwei Drähte geholt. Man hat die hier draufgelegt. So, der hier, der ist im Prinzip nicht angeschlossen worden. Der ist einfach nur immer zum nächsten weitergegeben worden. Und was immer geholt wurde, war dann der Ausgang hier, der immer geschlossen ist. Der wurde auf den Eingang vom nächsten gelegt. Und das Ganze natürlich bis zum letzten Melder hier hinten. Und wir haben das jetzt nicht kurz geschlossen, sondern hier dazwischen war ein Widerstand dann am Ende eingebaut. Und das war die ganze Magie. Die Zentrale hier oben, die konnte nämlich jetzt einfach hier gucken, wie sieht der Widerstand zwischen den beiden Leitungen hier aus. Wenn das hier hinten der Wert war, dann ist alles okay. Wenn es ein anderer Wert war, dann haben wir ein Problem. Das heißt, zum Beispiel, wenn hier einer gedrückt hat, dann wurde hier ja umgeschaltet. Der ganze Bereich war geöffnet. Entsprechend war der nicht mehr messbar und damit war das dann weg. Und ich gehe davon aus, dass das hier dann auch irgendwas war, was nicht so ganz spezifiziert war. Vor allen Dingen, weil halt hier teilweise auch auf sehr vielen von meinen Meldern schon Widerstände drüber waren und
Das macht keinen Sinn, so viele Stiche hat man normalerweise nicht gebaut früher, aber gut. Ich will ja keine Brandmeldegedönse bauen, sondern ich möchte das wahrscheinlich irgendwie selber benutzen. Und ja, da kann man sehr spaßige Sachen machen. Ehrlich gesagt, ich werde wahrscheinlich einfach nur hingehen und werde die LED und den Schalter direkt an irgendeinen Mikrocontroller anklemmen, der das Ganze lokal dann umsetzt und über einen Bus kommuniziert oder über Funk kommuniziert, je nachdem, was man gerade braucht. Das ist so ähnlich auch bei aktuellen Brandmeldeanlagen im Einsatz, zumindest das mit dem kabelbasierten Bus. Da gibt es verschiedene Bussysteme, die die einzelnen Hersteller haben. Das heißt, es gibt nicht mehr den Universal-Brandmelder, sondern man muss den passend zur Anlage kaufen. Nur ehrlich gesagt, das möchte man schon allein aus Zulassungsgründen ja ohnehin machen. So, ein passendes Ding dafür muss ich mir erst noch designen, aber wir können ja trotzdem schon mal ein bisschen Spaß haben. Ich meine, es ist ja einfach nur ein Schalter, ne? Achso, kleiner Bonus noch. Der Schalter kann wohl auch 250 Volt schalten. Das ist hier bei den Brandmeldeanlagen einmal nicht der Fall. Ich glaube, die laufen irgendwo so 12, 24, 48 Volt so um den Dreh rum. Einfach weil die ja auch per Akku geschweißt werden müssen, um im Notfall, also wenn Stromausfall ist, weiterhin einsatzfähig zu sein. Und was ich gerade sehe, sind noch ein paar Sachen drin. Bei mir einmal die Info, dass das Ding wahrscheinlich 1996 hergestellt wurde. Und hier unten haben wir die eigentliche Typennummer. Das ist die UNI3021C-3. Mit einer Fabrikatnummer und der VDS-Anerkennungsnummer, sodass das Ding auch zugelassen ist. Zumindest war es das damals. Und wenn wir noch dabei sind, gucken wir uns noch den Rest an. Das Schild hier oben, wo Feuerwehr draufsteht, das ist tatsächlich nur ein Plastikeinsatz, wie wir hier sehen können. Und der ist relativ dick ausgebohrt hier. Geht über hier die Dinger und dieses dann einfach mit Schrauben von oben da reingepresst. Das heißt, wir können das hier direkt schon mal als Nicht-Feuerwehr deklarieren. So, dann haben wir das von außen schon mal geklärt. Und was wir auch noch haben, ist das Schloss und ja, noch Fragen. Das ist einfach nur, wir haben hier entsprechend dieses Teil hier, diesen Pilz mit der Aussparung. Standardmäßig, wenn wir reingucken, haben wir dieses Blech, was da entsprechend reinschnappt in diese Aussparung, und mit dem Schlüssel gehen wir lediglich hin, da ist wirklich gar nichts dabei. Wir drehen lediglich mit dem Bart und sorgen dafür, dass dieses Blech nach außen gedrückt wird und so das Ding dann freigibt. Also, ja, einfachste Technologie. Aber hey, ich glaube, es geht auch nicht wirklich darum, hier einen Zugangsschutz zu gewähren. Denn hier ist nicht wirklich was drin, wo man allzu viel Unfug machen kann, unbemerkt. Wenn man hier irgendwas macht, sagen wir mal, man drückt den Knopf, geht der Alarm an die Brandmeldeanlage, die zeigt eh an, wo hier der Alarm ist. Das heißt, selbst wenn man hier zurückstellt mit dem Ding, ja, kann man immer noch sehen, wo es war. Und auch sonst, wenn man irgendwie hier an den Leitungen rumfummelt, das wird üblicherweise erkannt und entsprechend gäbe es dann eine entsprechende Leitungs- oder Linienwarnung. Das heißt, man sieht direkt, wo ist denn ungefähr der Fehler. Außerdem, die Dinger hier zu missbrauchen, kostet doch ein paar Euro. Das heißt, es könnte eventuell auch etwas abschreckend wirken. Ich will es jedenfalls hoffen, dass es das tut. Denn, ja, wie ich schon an anderer Stelle gesagt habe, die Rettungskräfte haben eigentlich Besseres zu tun, als Fehlalarm hinterher zu fahren. Denn solange sie Fehlalarm hinterher fahren, können sie sich halt nicht um die echten Notfälle kümmern. Ne? Na gut, PC-Zeit. Und neues Glas kann man dann einfach holen, eventuell vorher sauber machen und nicht wie ich dreckig reinstecken, aber klippt halt einfach so da rein und dann hat man wieder einen funktionierenden und vollständigen Feuermelder. Aber wie schon gesagt, ich möchte hier kein Risiko eingehen, dass das Ding einer verwechselt, also holen wir mal das Rot und holen ein bisschen Sprühfarbe und machen das hell und dann können wir das Ganze in schönen Farben wie zum Beispiel Blau oder Gelb färben. Warum Blau oder Gelb? Naja, Blau ist ganz klar. Blau ist halt die normierte Farbe für einen Hausalarm und das hier gibt quasi einen Hausalarm, auch wenn er halt nicht nach den zugelassenen Sachen arbeitet. Für meine Werkstatt ist das ausreichend. Und selbstverständlich haben wir noch die Sonderausführung in Cybergelb mit dem Cyberalarm. Das heißt, wenn irgendwas rumcybert und Cyberdinge tut, die nicht rumcybern sollen, dann kann man hier natürlich den Cyberalarm auslösen und so den Cyberspace vor weiterem Schaden beschützen. Und dann schlägt man entsprechend die im Moment nicht vorhandene Scheibe ein, drückt den Knopf und los geht's. Dies ist ein Cyberalarm. Bitte bewahren Sie Ruhe und trennen Sie alle Netzwerkverbindungen. Dies ist keine Übung. Dies ist ein Cyberalarm. Bitte bewahren Sie Ruhe und trennen Sie...
Zugegeben, nicht ganz so toll wie das Original von Twitter, aber hey, er funktioniert. So fast. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen was hier vor mir. Wie man sieht, es sind noch nicht alle lackiert und ich muss noch irgendwie darauf malen, dass das keine offizielle Anlage ist. Muss noch eine Platine designen, die entsprechend die Werte hier entgegennimmt und das Ganze dann an eine Zentrale übermittelt. Vorzugsweise natürlich mit ID, weil die hier so alles, was ich bisher dazu gefunden habe, sind welche, wo man nur erkennen kann, welche Linie ausgelöst hat, nicht welcher Melder. Ein paar Rauchmelder sollte ich auch noch mit dranhängen und ja, die Zentrale, die fehlt halt auch noch. Da muss ich mir auch noch irgendwas bauen. Aber wie gesagt, das wird alles dann DIY, keine richtige Zentrale, denn ja, die richtigen Zentralen, die haben etwas andere Konzepte, die für meinen Zweck hier nicht ganz so passen. Deswegen bauen wir es lieber selber. Dann weiß ich auch, wie das Ganze funktioniert und dass es die Funktion hat, die ich am Ende gerne sehen möchte. Wie gesagt, ist nur für internes Zeugs. Die Melder sind mehr Dekoration, das war Zufallsfund. Mir geht es hauptsächlich darum, dass wenn irgendwo ein Rauchmelder auslöst, es zumindest irgendjemand mitbekommt, weil wenn der da in seiner Ecke rumpiept, das hört man halt gegebenenfalls nicht. Spätestens, wenn ich halt in einem anderen Gebäude oder sowas bin, das bringt nicht wirklich was, wenn es da piept. Da ist halt irgendwie ein paar hundert Meter im Zweifelsfall kein Mensch in der Nähe. Mir auch immer war mal interessant, in so Dinger reinzugucken, auch wenn ich leider nicht rauskriegen konnte, wie die hier ursprünglich funktioniert haben, weil das sind doch ein paar mehr Anschlüsse als das, was ich vermutet hätte. Aber, ne. Es ist im Prinzip nur ein Schalter und eine LED, von daher die Hackability ist gegeben. Und wenn ich damit fertig bin, tun sie mit Sicherheit auch das, was sie in meiner Meinung nach sollen.